Okay. Ja, könnt ihr mich, hallo, könnt ihr mich hören? Jetzt höre ich mich aber doppelt, Alexandra. Now I'm hearing myself twice. Can you mute yourself? Maybe that's working. No. Ja, okay. Hallo, hallo. So, jetzt soll es laufen. Ich höre mich, Alexandra, sorry, but like I'm still hearing myself. Wait. Give me a second. Maybe I have some stream on. I just close everything down. Here we go. Here we go. Ha! So, Leute, sorry. Wir sind ready. Ich schließe euch einmal alle hier weg. So. Damit ich auch nicht gespoilt werde vom Chat. Erstens Springer C3 von Ivan Salgado Lopez. Los geht's im Banter Blitz Cup Qualifier. Ha. Wir spielen D5. Fängt hier gleich scharf an, das Ganze. C5. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Also, Ivan spielt, glaube ich, so ziemlich alles. Hat E4, D4, C4 in seinem Repertoire. Dementsprechend das hier vielleicht eine kleine Überraschung, aber natürlich ist das alles spielbar und auch verständlich, wenn er gegen einen etwas schwächeren Gegner antritt. Wir versuchen hier unser Bestes heute in diesem Banzer Blitz Cup. Natürlich sind wir der Underdog. Meine Elo ist 2200. Der Gute hat eine 2599, wenn mich nicht alles täuscht. So, was machen wir hier? Spielen wir E5. Ich weiß gar nicht, ob ihr mein Brett sehen könnt, wenn ich Züge mache. Strategie sollte sein, nichts einzustellen. Am besten H5. Angriff. Königsflügel. Ich will nicht E5 vorziehen, das sieht ein bisschen komisch aus nach D3. Wir werden hier ja, versuchen, Ivan ein bisschen unter Druck zu setzen. Vielleicht schaut er nebenbei das spanische Fußballspiel gegen die Schweiz. Darauf ist so ein bisschen meine Hoffnung. So, Läufer G4, das sieht doch schon mal ganz safe aus. H4 ein bisschen komisch vielleicht. Ich habe ja jetzt immer so Ideen auf F3 zu nehmen. Ich denke, das ist ganz gut gelaufen für mich. Zumindest jetzt hier in der Eröffnung. Kann mich nicht beklagen. Der F3-Springer kann ich so schnell wegziehen. Dementsprechend, ja, auf zu einem guten Start. Ich werde hier das Ganze nebenbei besprechen. Ihr kennt das ja vom Bauernfrühstück und vom C3, E5. Rochieren wir lang. Auf doof würde ich jetzt hier einfach mal lang rochieren. Komm, no risk, no fun. Angriff, Attacke ist die beste Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich denke, das ist alles spielbar. Wir nehmen auf C6 mit der Dame oder mit dem Bauern. Mit dem Bauern sieht es ganz schlecht aus. So, nehmen das Ganze so. Ich denke, es sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn er hier F6 und versuchen E5 zu spielen. Das wäre natürlich hilfreich. Turm C1 liegt ein bisschen in der Luft. Das gefällt mir nicht so. E5 kann er rausnehmen. Ei, 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 ei. Ja, also es sieht schon mal ganz spannend aus hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das, was ich hier mache, auch alles so richtig ist. Ja, wir sind leicht im Nachteil hier mit der Uhr. Die offene C-Linie ist natürlich auch gemein. Jetzt drohen hier schon so Sachen wie Läufer F4, E5, Springer schlägt E5, Läufer schlägt D1, Springer schlägt C6. Ist auch nicht schick. F6 sieht komisch aus, kommt einfach Läufer F4. Vielleicht kann ich mit der Dame weggehen. Das wäre vielleicht noch möglich. F6, Läufer F4, Dame B5, Turm C1 Schach, Dame B5. Komm, warum nicht? Probieren geht über Studieren. Ich denke, Läufer F4 ist hier der logische Zug. Er macht Läufer D2. Ich will jetzt hier eigentlich nach B8 gehen. Das Schach interessiert mich dann nämlich nicht mehr. Und dann komme ich vielleicht zu E5. Wir probieren das Ganze. König B8. Nach Turm C1 können wir nach D7 zurückgehen mit der Dame. Dann ist, also Läufer F4 fand ich stärker von ihm. Es wundert mich eigentlich, dass das nicht kommt. Denn wäre der König nicht nach B8 abgehauen, ist ein bisschen strange, die Entscheidung.
Aber gut, er ist der Großmeister. Ich bin hier nur die 2200, dementsprechend, er weiß schon, was er macht. Aber ich denke, so an sich ist das jetzt alles nicht falsch, wenn ich hier zu E5 komme. Er wird wahrscheinlich selber E5 spielen, den Bauern opfern. Macht er nicht. Kann ich auf F3 nehmen? Ich möchte auf F3 nehmen. E5. Und ja, das ist, glaube ich, gar nicht so katastrophal gelaufen. Also, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. B6 geht B6. B6 ist nicht möglich. Turm C8. Turm C8 sieht logisch aus. Nach Turm schlägt C8, ja. Die Dame kontrolliert das Feld. Okay, Springer D2, das ist auch logisch. Kann ich hier irgendwie Springer E7 nach C6 das Ganze verteidigen? Und dann wollen wir vielleicht Gegenspiel kreieren mit G4, G5, G7, G5. Er spielt hier König H2, damit ich nicht nach H3 reinkomme. Das ist logisch. Springer C6 erstmal entwickeln. Können wir G5 spielen? Es sieht noch nicht machbar aus. Läufer D6. Ich möchte jetzt irgendwie zu G5 kommen. Turm nach G8 stellen. Wir gehen vielleicht erstmal aus der Fesselung raus, die ein wenig unangenehm ansonsten ist. Beziehungsweise kann ich G5 direkt spielen? Ich möchte hier eigentlich Gegenspiel direkt, bevor er irgendwas machen kann. Denn nach. Er kann nicht mit dem Läufer wieder nehmen. Komm, G5. Auf doof. H schlägt G, F schlägt G, Läufer schlägt G4. Sieht komisch aus. Okay, hier. Okay, er will noch F5 rein. Schlagen wir wieder. Der Springer schlägt F5. Jo. Natürlich ist unsere Zeit katastrophal. Dementsprechend, ich habe nicht viel Zeit. Wir schlagen, geben das Schach. Tauschen vielleicht die Damen, wenn möglich. Und gehen vielleicht in ein nicht so schlechtes Endspiel über. Ja, es hätte schlimmer laufen können, aber es ist auch jetzt nicht grandios gelaufen. Vor allem ist meine Zeit wirklich dramatisch schlecht. Und ihr merkt, ich bin ein wenig aufgeregt. Komm, wir tauschen alles ab auf doof, um hier die Worte eines bekannten Großmeisters zu nutzen. Wenn er auf B4 nimmt, dann kann ich Springer schlägt B4 spielen, A2, D3 hängen. Wenn ich zu schnell spreche für euch, was gut sein kann, da ich echt hier ein bisschen aufgeregt bin. Ich möchte diese Läufer tauschen. Vielleicht nicht gerade die beste Idee, das so zu machen. Aber ja, ich möchte, dass der Springer hier. Was haben wir denn eigentlich? 2, 4, 6, 7 gegen 2, 4, 6. Also vielleicht können wir dieses Endspiel auch halten. Türme abtauschen. Türme immer auf die offenen Linien, habe ich gelernt. Und dann habe ich vielleicht Ideen mit Springer D8 nach E6 und der möchte nach F4. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich sehe jetzt noch nicht konkret, wie er hier das Ganze zumindest gewinnen kann. So, er kann gerne auf E5 schlagen. Das stört mich nicht. Kriege ich die offene F-Linie auch noch dazu. Dazu gehen so vielleicht Ideen: Springer G4, Springer F4, ein bisschen Druck aufbauen. Er entscheidet sich für den Zug. Ich glaube, okay. Der Trick ist hier so Springer D7-Manöver. Das. Geben Schach. Wir geben Schach. Auf F2 sollte er wegziehen. Ich pre-move das mal, weil das sollte eigentlich ungefährlich sein. Und ansonsten kann ich dann irgendwie. Ich hab's, glaube ich, verhauen. Eieieiei. Geht hier noch irgendwas? Ja, und Aufgabe. Okay. Das war doof. Schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an hier. Turm schlägt F2 war ein bisschen zu viel des Guten. Ja, der König steht leider ein bisschen doof. Hier hätte ich das vielleicht besser lösen sollen mit Springer F4 und Turm G2. Irgendwie noch B6 spielen sollen. Okay, wir öffnen den Link zur zweiten Partie. Ziehen das Ganze hier rüber, schließen die andere Partie. Zack. So, wir haben Weiß. Huh! Ah, schade, schade. Ich denke, da war mehr drin. Das war nicht schlecht gespielt, aber hinten raus leider ein bisschen zu langsam. Also derzeit, wir haben es heute in der Partie Magnus gegen Levon gesehen. Wenn man unter Zeitdruck ist, das hilft eine Menge. Okay. Auf geht's zur zweiten Runde, Chat. Believe. Wir wollen hier nicht 5-0 untergehen. Das ist das Hauptziel.
Wir fangen mit D4 an. Solide versuchen, keine Figur einzustellen. Also Hauptziel sollte sein, nichts, ja, direkt zu verlieren. Er spielt A6. Gut, das kann er gerne machen. Wir spielen unser, ja, ich bin ein Fan des Fianchettierens der Läufer. Deshalb so Spring F3, G4, G3 Varianten sind so typisch bei mir. Das habe ich, glaube ich, in ähnlicher Variante schon einmal gegen Laurent, beziehungsweise, nee, es war nicht gegen Laurent. So, kann man jetzt hier Springer E5. Da möchte ich so Sachen wie C4 spielen. Das ist so der Plan. Geht das jetzt? Ja. Warum nicht? Der Läufer fesselt den Bauern D5 hier so ein bisschen. Das ist so die Idee. Wir nehmen auf C4 wieder. Ich denke, das ist ganz, ja, wieder ganz, ganz ordentlich gelaufen. Der Springer, stellen wir ihn zurück nach E5. Das ist jetzt die Hauptfrage hier. Natürlich drohen immer so Sachen wie C5. Also, aber noch hängt er nicht. Das heißt, wir rochieren erstmal ganz gemächlich. Sagen, schlag doch auf C4. So, er macht Springer C6, was natürlich komplett logisch ist. Aber vielleicht hier nach B5. Der andere Springer kommt auch nach C3. Und dann gehen wir wieder zurück. So, und dann kann ich mir vielleicht jetzt überlegen, ob ich Springer C4, Springer E5 spiele. Ja, er hat seine Figur noch nicht entwickelt. Gut, wir gehen wieder nach C4. Ganz einfach mit der Idee, ich möchte nach E5. Läufer, wo geht der Läufer hin? Geht er nach F4? Ziehen wir den Läufer nach F4? Das ist jetzt die Frage. Ich denke, es wäre logisch. Oder den Springer erstmal nach E5. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Natürlich kommt hier bald sowas wie C5, ist so seine Idee. Kommt Läufer 4. Läufer 4 sollte nicht schlecht sein. Wir müssen immer aufpassen, so C5-Ideen könnten gefährlich werden. Aber eine der beiden Figuren können hier vielleicht nach E5 reinlaufen. Okay, er macht jetzt C6, möchte das Ganze also, ja, zementieren. Ich glaube, Springer D2 und Springer B3 sind hier die richtige Variante. Und vielleicht E4 vorzuziehen. Ich bin gespannt, wie er. Okay, jetzt C5. Ja, das ergibt Sinn. Wir nehmen. Und jetzt stellen wir unseren Springer nach D4. Vielleicht sogar erstmal Springer B4. Solche Varianten gibt es auch. Der Springer kann hier, die dominieren das Ganze. Der Springer schießt ist ein bisschen komisch. Natürlich nimmt der Raum ein, aber ich glaube, es ist nicht so dramatisch. Huh, Mensch, schon ganz, ich lauere ganz schön viel, wenn ich nervös bin. Das merke ich hier gerade. Ich hoffe, es ist zu eurem Vorteil, nicht zu eurem Nachteil, Chat. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die heute Morgen mit dabei waren, ein bisschen trainiert haben und das Ganze auch mit unterstützen. Natürlich auch vielen Dank, dass diese Möglichkeit überhaupt da ist, hier dran teilzunehmen. Okay, damit die zwei die Türme verbinden. Ich würde gerne E4 irgendwie spielen, aber das sieht noch nicht so aus, als wenn ich das demnächst kann. E5 liegt auch ein bisschen in der Luft. Dame D2, dann kommt E5. Dame D2, dann kommt E5. Okay, das sollten wir vielleicht nicht zulassen. Ja, Chat, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ah, unsere Zeit, die schwindet auch schon wieder. Das ist auch brutal, das Format 3 plus 2 spielen wir Best of 8. Ja, Ivan braucht nur 4,5 Punkte, damit er gewinnt. Wir wollen hier auf jeden Fall nicht 5-0 abgefrühstückt werden. Das ist eigentlich das oberste Ziel. Darauf hätte ich überhaupt keine Lust. So, wir spielen mal weiter 2. So, E5 ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut möglich, denn man kann immer auf D5, auf B4 nehmen und dann hängt der D5-Bauer. Das ist so meine Überlegung. Ich will jetzt eigentlich meinen Läufer nach C3 stellen, um hier ein bisschen Kontrolle über die lange Diagonale zu haben. Turm D8 sieht logisch aus für ihn. Ich weiß noch nicht, ob ich hier irgendwie, ja, wie ich mich aufbauen soll, ob ich E3 spielen soll, aber dann kommt immer das, dann ist das D3-Feld zu schwach. Am liebsten würde ich eigentlich E4 direkt spielen. Ich glaube, ich bin hier schon, ja, schlechter dran.
Turm D8 sieht vollkommen logisch aus und ich weiß echt nicht, was ich dann ziehen soll. Okay, Springer F6 finde ich jetzt nicht so stark, denn jetzt kann ich mal Läufer. Achso, nee, dann kann er. Okay, wir spielen Läufer G5. Ich denke, wir müssen rausnehmen und spielen dann Dame D2, um dann vielleicht Springer B4 zu spielen. Geht das auch direkt? Es geht nicht direkt, aber ich muss auf D2 rausnehmen, ansonsten ist das hier eine komplett ruinierte Stellung. Dame D2, deckt den B-Bauern. Wir stehen hier auf jeden Fall nicht auf verlorenem Posten, noch nicht. F2 ist so ein bisschen unangenehm. Okay, ich glaube, E3 ist ein Zug, den man machen muss. Noch hängt der B7, ne? Können wir Springer C5 spielen? Springer 5, C5 sieht logisch aus, komm. Pre-Move, Fazer schlägt. Ich denke, Springer C6, ja, Läufer C6, genau, wird kommen. Oh, dann der E3. E3, E3, E3. Vielleicht sowas. Wir wollen hier verhindern, dass er sich hier wirklich ungestört ausbreiten kann. Okay, Läufer geht zurück. Kann ich irgendwelche Taktiken machen? Sieht noch nicht so aus. Kann ich ihn ein bisschen nerven? Komm, Springer B7. Ein bisschen nerven. Ein bisschen nerven ist gut. Ja, check. Machen wir mal. Okay, der Turm geht nach B8. Wir gehen zurück nach C5. C5, oder? C5 zurück. Oder nach D6? Nee, nach E6 sieht doof. Okay, muss ein bisschen zulegen hier. Also Geschwindigkeit ist definitiv key. Hat natürlich das Läuferpaar. Ich versuche hier ein bisschen was abzutauschen. Es sieht nicht so gut aus. Okay, die Dame kommt da rein. Okay, er tauscht. Kann ich B3 spielen? B3 möchte ich erstmal machen. Dass das hier zementiert ist. Vielleicht sollte ich E4 probieren. E4, E5. Dame B4, logisch, E4, komm. Auf doof. Wir müssen einfach taktisch versuchen, hier gegenzuhalten, das Ganze zu verkomplizieren. Wenn ich es ihm zu einfach mache, dann, ja, also einfach nur positionell spiele, überspielt er mich, glaube ich. Er hat natürlich deutlich mehr Erfahrung, sowohl generell im Schach als auch in solchen Blitzgeschichten. Deshalb schauen wir mal, ob das vielleicht so geht. Ich möchte Dame F3 spielen, möchte vielleicht versuchen, Läufer nach B1 zu stellen. Dame D3. Okay, jetzt kann er natürlich auf B4, B5 nehmen. Finde ich nicht so dramatisch. Komm, Läufer B1. Irgendwie mal so Geschichten mal da hinten rein. Gut, der Turm kommt runter, ja, das ist richtig. Können wir. Ja. Die Damen werden jetzt, glaube ich, getauscht. F2 ist natürlich ein schwacher Punkt. Auch Turm B2, um den B3 anzugreifen. Sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus, Chat. Wir haben uns hier nicht vorteilhaft hingestellt. Allerdings, es gibt auch Schlimmeres. Komm. Turm BC3. Möchten vielleicht nach F3. Okay. Turm C6, komm. Abtauschen. Macht er nicht, macht er nicht, macht er nicht, ist verständlich. Oh, und wir sind schon wieder so schlecht in der Zeit. Wir sind schon wieder so schlecht in der Zeit. Scheibenkleister. Ja. Ich muss schneller ziehen. Ich muss schneller ziehen. Das sieht nicht gut aus. 2-0 hinten. Wow. Das ist dann halt der Unterschied. Öffne schon mal den dritten Link. Auf jeden Fall eine sehr starke Vorstellung hier bisher von ihm. Wir müssen hier vielleicht einfach ein bisschen ruhiger werden. Kaffee, ja, ich habe leider auch nicht schlafen können jetzt nach dem Stream, nach der Show. Dementsprechend, okay, er hat die weißen Steine. Er fängt wieder mit Springer C3 an. Weiß, er spielt auch im Springer C3 Sizilianer. Ne? Das heißt, wir können hier vielleicht C5 spielen. Aber ich glaube, genau darauf hat er sich vorbereitet. Ich meine, aus der Eröffnung sind wir gar nicht so schlecht gekommen in der letzten Runde, obwohl da natürlich lange Rochade schwierig war. Versuchen wir den Sizilianer, komm. Warum nicht? Okay. Springer C6. Auf jeden Fall interessante Variante, die er hier wählt.
spielen wir D5, D5. Ja, komm. Das sollte nicht unbedingt schlechter sein. Ich muss hier so ein bisschen aufpassen, dass so Springer B5 Geschichten vielleicht mit Läufer F4 gehen. Okay, das kann ich nicht auf E4 nehmen mit dem Springer. Schlägt, schlägt, schlägt. Haben natürlich ein nicht so geiles Endspiel. Haben erst mit dem Bauern weniger. Beziehungsweise wenn wir mit dem Bauern hier nehmen. Wie ist das Ganze einzuschätzen? Vermutlich ein bisschen schlechter für mich. Ich glaube, ich würde hier gerne einmal, will ich hier einmal rausnehmen. Ah, diese Zeit, ey, ne, dass meine Zeit hier so runterläuft, das ist auch ganz schlecht. Also meine, leider ist das einer meiner größten Probleme. Ich bin wirklich nicht gut in Eröffnung. Dementsprechend, das verbockt mir immer so ein bisschen das Ganze. Um wirklich gut zu werden. Jo. E6 ist schon nicht gut. Kommt. E5 geht auch nicht. Dann B5 kann man auch nicht spielen. Auf E4 nehmen sieht schon komisch aus. Wow. Kann man auf D4 nehmen? Das wäre noch eine Möglichkeit, aber dann kommt auch Turm D1, glaube ich, B5 schafft Turm D1. Wir haben hier keine Zeit. Mann, jetzt zieh doch mal, Flo. Zieh einfach. Komm, wir nehmen. Yeah. Ich sehe das hier ganz schnell zusammenbrechen. Dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie er das Ganze. Ich kann auf D1 natürlich zwischennehmen. Dann auf C6 schlagen. Haben jetzt erstmal eine aufgesprengte Bauernstruktur. Aber dafür vielleicht das Läuferpaar E6. Nimm doch auf F6, wenn du möchtest. Dann spiele ich Läufer E7. Ja. So kommt das auch. Die Bauernstruktur schon mal schlechter für uns natürlich. Er hat hier das sehr solide hingestellt. Springer D6 geht natürlich. Nehmen wir raus. Dann hängt der. Passiv darf man das Ganze, glaube ich, nicht spielen. Das heißt, wir nehmen hier, dann hängt C6. Aber dann spiele ich Läufer D7 und versuche hier Gegenspiel zu bekommen. Ansonsten bin ich einfach zu passiv. Und das gefällt mir gar nicht dann. Dementsprechend, ja, Turm C3. Stellen einfach mal den Turm nach B8 und sehen, was er zieht. Wahrscheinlich B3, ja. Wahrscheinlich war das nicht so ganz so clever. Denn jetzt kann immer C4 kommen. Das war schon vielleicht ein alles entscheidender Fehler hier. Okay. Abtauschen und versuchen hier irgendwie Gegenspiel zu kreieren. Wie macht man das am döfsten? Läufer C6. Ja, Turm D8. Er muss jetzt ein bisschen über entscheiden, wie er sich hier löst. Der Läufer hat halt nicht so eine schöne Perspektive. König F2 läuft in Turm D2. Ich glaube, das ist noch ganz gut gelaufen für uns. F5. Ich will eigentlich F4 spielen, dass er hier gar nicht erst vorwärts kommt. Ja. Okay, das so, so. Aber kann ich nicht trotzdem F4 spielen und das Ganze hier festmachen? F4, E5? H6 ist natürlich immer das Problem, dass hier vielleicht irgendwie Läufer D3-Geschichten kommen. Aber ich sehe ihn noch nicht rauskommen. Also E5 und der König geht nach F6. Das ist jetzt mein Plan. Genau so. Okay, er möchte wahrscheinlich. Können wir Turm D6 spielen? Solche Geschichten. Jetzt wollte ich König F6 spielen. Und ich sehe noch nicht so ganz, was jetzt seine Perspektive ist. Also irgendwie auch so, okay, Läufer D1 möchte nach C2. Ja. Das sieht natürlich schon nicht so gut aus, das Ganze. Können wir König G6 spielen? König G6, König G6, König G6. König G6, Turm H4 kommt dann wieder, dann muss ich wieder zurück, das ist nicht so schlau. Mann, die Zeit rennt, das ist unglaublich. E4, glaube ich, einziger Zug, den man machen kann hier. Was man natürlich nicht machen möchte.
Also das sieht ganz schrecklich aus. Jetzt kommt, glaube ich, schon Turm H4. Okay, er nimmt. Das ist vielleicht noch das Beste, was mir passieren konnte. Wolf F5. Soll ich hier vielleicht irgendwie Gegenspiel? Der Turm steht ein bisschen komisch. Der H-Bauer ist schwach zumindest und er kann jetzt erstmal nicht da rein abtauschen. Ich darf den König nicht nach E5 ziehen, beziehungsweise jetzt muss ich vielleicht. König E2. Geh mal in Schach. Patzer sieht Schach, Patzer gibt Schach. Jetzt kommt Turm E1 Schach, ne? Ja, ich muss wieder zurück nach F6. Das läuft nicht gut, Chat. Das läuft nicht gut. Das ist schon sehr stark für ihn. Das Ganze. Wir können vielleicht noch nach E6 gehen mit dem Läufer und versuchen hier König G5 zu spielen und den H6 zumindest abzuholen. Müssen natürlich aufpassen, dass der C-Bauer hier nicht einfach durchrennt. Und das sieht ganz danach aus, als wenn ich das nicht mehr verhindern kann. Das ist ganz unglücklich gelaufen. Jo, kein guter Start auf jeden Fall. Zumindest bisher noch nicht. Okay, C. Okay. Okay, wir versuchen jetzt hier hinter die Bauern zu kommen, sonst ist das Ganze sofort verloren. Er wird wahrscheinlich Turm C2 machen müssen. Wie halte ich den Bauern auf? Das ist die Frage. Kann ich das überhaupt? Es sieht schlecht aus, Leute. Es sieht schlecht aus. Schaffe ich vielleicht das noch? Kann ich ihn ein bisschen nerven? Versuchen irgendwie hier noch Tricks zu generieren, wie man das Ganze zumindest noch auf Remis spielen kann. Zumindest das sollte mir, glaube ich, gelungen sein, hier wenigstens ein bisschen Land zu sehen. Okay, wir spielen Turm C4. B4 hängt. Noch haben wir nicht verloren. So, zack, König G5. Komm. Komm, komm, komm. Belief, belief. Das ist nicht ganz so einfach. Ja, denke ich. Zack. Ah, okay. Ich sehe, was er vorhat. Kann ich es verhindern? Das ist die andere Frage. Und ich denke, dass nein. Schon wieder nicht gut gelaufen, Leute. Schon wieder nicht gut gelaufen. Okay, wir liegen 3-0 hinten. Ganz starke Vorstellung von Ivan. Und wirklich nicht gut. Also die Eröffnung, wie ich die behandelt habe, das war, glaube ich, gegen alle, ja, gegen wie man das spielen sollte. Da sieht man, dass halt ja, fehlendes Eröffnungswissen da ist. Okay, wir öffnen den vierten Link. Wir sind jetzt hier natürlich mit dem Rücken zur Wand. Dementsprechend. Ja, also ich will hier echt nicht 5-0 untergehen. Das ist so die einzige Sache. Also schon so ein Remis oder ein Sieg, das wäre zumindest ein Achtungserfolg. Ich habe Mr. Dodgy gesehen, der auch gegen Pragnananda natürlich ja, einen schweren Stand hatte. Aber ich glaube, sich bisher ein bisschen besser geschlagen hat. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das heißt, wir spielen jetzt wieder D4. Er spielt auf jeden Fall natürlich ein bisschen Nebenvarianten, möchte nicht in irgendwas reinlaufen. Spielen Läufer F4. Ne, wir spielen Springer F3. Wir bleiben bei dem, was wir können. Es kommt wieder A6. Komm, A4. Warum nicht? Warum nicht A4? Genau, dann machen wir das so. Ich glaube, wir könnten jetzt hier in so einen. Ich habe damit kein Problem, dass er auf D5 nimmt. Also ich bin eigentlich auch ja, so Grünfeldspieler. Deshalb solche Strukturen gefallen mir eigentlich. Ich denke, der Springer will dann nach C3. C4 sieht immer ein bisschen komisch aus. Jetzt gerade gebe ich den C4, D schlägt C. Die Frage ist, ob er das überhaupt machen kann. Dann nehme ich C4 raus, D4 ist schwach. Komm, no risk, no fun. Sonst wäre das Ganze eher langweilig. Wir probieren mal was aus. Ja, ob es gut ist, werden wir im Nachhinein herausfinden. Okay, er nimmt erst auf D4, das beruhigt mich ein bisschen. Ich hätte es schlimmer gefunden, hätte er auf C4 direkt genommen.
Jetzt können wir hier Springer B3 spielen, oder? Und jetzt können wir auf D5 nehmen. Wollen wir direkt D5 oder erst Läufer G5 spielen? Das ist jetzt die Frage. Wir nehmen direkt auf D5. Er nimmt nicht mit dem Springer. Okay, das finde ich ein bisschen überraschend. Springer C3 kommt dann E4? Vermutlich. D4 vermutlich, ne? Gut, Läufer G5 sieht logisch aus. Druck machen auf den Bauern hier. Müsst schon überlegen, genau, der geht nach da. Springer A3 hat hier so Perspektiven, Druck auf den Bauern zu machen. Ich möchte meinen guten Läufer jetzt eigentlich noch nicht geben. Vielleicht ist F4 aber auch nicht das richtige Feld, sondern D2 besser. Aber ich dachte mir so, ne, man kann vielleicht über C4 nach D6 gehen, da reinspringen. Ja, Turm C1 ist eine Möglichkeit, um hier Druck auf C6 zu machen. Ich denke, das ist auch das, was ich spielen werde. Dann kommt wahrscheinlich Springer in der Läufer nach D7. Zack, zack, komm, Springer C4. Kann der Läufer jetzt nach E5, ist die Frage. Beziehungsweise er kann nach D6, ne? Er kann nach D6. Läufer D6. Turm E8. Läufer schlägt C6, Bauer schlägt C6, Springer schlägt D4. Ist jetzt gerade, woran ich überlege. Der C6 ist schwach. Komm. Das ist mir. Ich darf nicht zu lange überlegen. Ich muss schneller spielen. Ich muss echt schneller spielen. Die Sache ist natürlich, es schwächt enorm meine Felder, wenn ich das jetzt mache. Deshalb bin ich hier gerade noch ein bisschen am Zögern, ob das so richtig ist. Der Angriff könnte sehr, sehr stark werden. Sehr schnell. Den Läufer auf G3 möchte man eigentlich ungern geben. Geht E3. E3. Dann kommt Läufer E6. Auch nicht so gut. Ich muss echt schneller werden, Leute. Okay, komm, raus damit. Raus auf C6, raus auf D4. Es dürfte nicht gut sein, aber wir probieren es trotzdem. Läufer H3, Turm E1. Ist logisch. Er kann den Läufer, die hier, den Springer nicht so gut angreifen, weil der Springer halt auch auf D4 steht. Das ist so meine einzige Hoffnung, weshalb ich das gespielt habe. Natürlich kommt hier aber trotzdem sehr schnell Druck auf den König. Uiuiui. Ist auf jeden Fall, ja, nicht ganz so trivial. C6 hängt. Er erlaubt mir auch auf C6 zu nehmen. Allerdings, okay, dann hängt. Ich muss, glaube ich, E3 spielen. E3. Er möchte Dame F6 spielen. Achso, D6 hängt auch. Das ist natürlich auch noch ein großes Problem, das ich habe in dieser Stellung. Ich denke, ich muss mich schnell für was entscheiden. Und es wird E3 sein. So, wenn er jetzt auf D6 nimmt, wollte ich auf C6 nehmen. Das ist mein Plan. Und dann kann ich mit der Dame auf D6 wieder nehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Taktisch. Sicher bin ich mir nicht, Leute. Eieieiei. Das ist eine Tortur hier. Aber ich will mich halt auch nicht einfach so, ne, okay, Dame F6. Das war irgendwie logischer, dass dieser zukommt. Zum E2, ja, kommt. F, ja, es glaube ich, zerfällt wie ein Kartenhaus hier. Wow, was ist das? Den habe ich nicht gesehen. War das ein Mausslip? Hat er jetzt hier einfach irgendwie die. War das mit Absicht, Chat? Wisst ihr das? Also, wow, das war irgendwie kurios, ganz kurios. Zug machen, Zug machen, Zug machen, Zug machen. Puh. Also mir geht das Flattern hier, ne? Okay, ja, schlägt, schlägt. Wir stehen trotzdem schlechter.
aber wir müssen Züge machen. War das? Ich bin mir echt unsicher, was das war gerade. Dementsprechend ein bisschen Nervosität. Hui. Aber man hätte wahrscheinlich die Sprünge. Ja. Kann ich. Nee. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Tief durchatmen, einmal kurz. Atmen, atmen, atmen. mit 5 Sekunden das Ganze. Eieieiei, Leute. Was mache ich hier? Ich hoffe, es ist auf jeden Fall unterhaltsam für euch da draußen. Es bringt mir auf jeden Fall übel viel Spaß, gegen so einen guten Spieler zu spielen. Also das ist immer die Challenge, ne? Deshalb mache ich hier auch mit. Das ist nicht so, dass ich mich hier eigentlich abschießen lassen wollte. Aber das Ganze soll natürlich auch dazu sein. Oh nein, jetzt stelle ich auch noch das ein. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. So, komm. Und jetzt hängt die Dame. Dame C3 wäre natürlich deutlich besser gewesen. Obwohl, nee, der wäre gar nicht gegangen. Ja, was ist hier passiert, guter Ivan? Was hast du da gemacht? Auf D4. Okay, das Ganze ist jetzt echt dramatisch. Wir liegen 4-0 hinten. Ein Remis reicht dem Guten. Komm, eine. Ich will hier nicht 5-0 verlieren. Das ist nicht, weshalb wir angetreten sind. Ein Sieg muss drinne sein. Auf jeden Fall sehr saubere Leistung von ihm. Ich muss definitiv schneller werden. Ich überlege zu lange in gewissen Situationen. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder Springer C3 machen. Ja. Was machen Sam? Komm, D5. Gehen ins Endspiel. Das. Ja. D6. D6 it is. So. Rochade erreicht, Springer C6. Wir könnten Turm D8 spielen, Druck auf D4 und dann Läufer D6 spielen. Zack. Können ihn jetzt nämlich mit dem Turm wieder nehmen. Springer D2, ziemlich logisch. Springer C6, kann nach E7. Will man Läufer E6 spielen? Vermutlich eher nicht. Ich würde aber auch gerne erstmal meinen Läufer irgendwie entwickeln. Das wäre nicht schlecht. Läufer G4, F3. Die Bauern marschieren ganz schön schnell da am Königsflügel, wenn ich das jetzt zu sehr provoziere. Deshalb habe ich irgendwie überlegt, Springer E7 zu spielen. Dann rauszunehmen. Springer G6 vielleicht. Komm, wir spielen es langsam. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht matt gehen sofort. Springer G6. Ja. Zur Not haben wir immer Springer F8 noch. Als Option. Jetzt wollte ich eigentlich Läufer E6 spielen, wenn möglich. Oder Läufer D7 ist auch möglich. Okay, Springer F4. Ja. Logisch. Ne, droht matt, wir nehmen auf F4. Er kann auf. Ah, okay, ich verstehe. Natürlich ist unser Feld. Okay. Tricky, der gute Ivan. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe es nicht ganz durchgerechnet. Aber es sollte vielleicht passen. Wir haben jetzt hier 4 schöne Bauern. Sehen die nicht toll aus? Und jetzt Turm D7 war mein Plan. Ach so, jetzt hängt natürlich, es hängt natürlich F7 direkt. Das ist natürlich dämlich. Okay, der dachte ich aber König F8.
Den verstehe ich nicht ganz. Er hätte direkt auf dem, mit dem Läufer natürlich auf F7 den Bauern gewinnen können. Das hat er jetzt ein bisschen verpasst. Also haben wir jetzt zumindest erstmal nichts weniger. So. Dementsprechend gleichfarbiges Läufer ins Spiel steht wahrscheinlich uns bevor. Ist die Frage, ob ich das möchte. Können wir vielleicht erstmal mit Läufer C6 schauen, was er so vorhat. Später D5. Könnte ich wahrscheinlich Turm D8 spielen. Komm, wir spielen Turm D8. Wir spielen es langsam. Er kann hier nicht erstmal nach E4. Alles sehr logisch. Ich möchte eigentlich meine Bauern nicht auf weiße Felder stellen. Das sollte eigentlich nicht gut sein. Allerdings sehe ich hier gerade nichts anderes als A6, um ehrlich zu sein. Ja. B6, A5 vielleicht. Dann haben wir vielleicht auf die offene B-Linie. Okay, so. Wir stellen den erstmal nach B7. Ich denke, hier steht er nicht schlecht, weil wir kontrollieren so ein bisschen das E4-Feld, sodass der Turm hier nicht einfach so eindringen kann. Wir müssen vielleicht schauen, dass wir verhindern, dass der König hier vorwärts läuft. Die Frage ist, ob sowas wie F5 schlau ist. Wie gesagt, eigentlich bei gleichfarbigen Läufern und gerade sollte man, also bei dem Läufer, wenn man ins Endspiel geht, sollte man die nicht auf die Farbe stellen, die der andere Läufer hat. Die Frage ist, was bleibt mir hier anderes übrig? Komm. Ja, das gefällt mir nicht. Also, es tut mir eigentlich in der Seele weh und ich glaube, jedem Endspielexperten, der würde sagen, was machst du da? Das ist komplett behindert. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ich glaube, es ist halt wirklich so. So, jetzt ist die Frage, möchte ich die Türme tauschen? Möchte ich die Türme tauschen? Die Frage ist vor allem auch, lässt das zu? Das ist die andere Frage. Okay, Zeit ist schon wieder ein Faktor. Ich sehe noch nicht ganz. Wir gehen mal wieder Schach. Mal sehen, was er macht. Wir gehen zurück. Ein Remis reicht ihm. Ein kleiner Sieg für mich. Ein großer Sieg für Ivan Salgado-López, der natürlich hiermit erfolgreich ins Halbfinale einzieht, das Qualifier H. Ja, das Remis reicht ihm, um in die nächste Runde einzuziehen. Ja, Gewinn war hier, glaube ich, nicht möglich. Also ich kann es nur auf Remis spielen. Und dementsprechend. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, Chat. Ich hoffe euch auch. Ich kann ja mal kurz reingucken. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja, ich glaube, wenn wir hier kurz in die Postanalyse gehen, einfach zu langsam, deutlich zu langsam gewesen. Und er hat das. Ja, ziemlich gut gespielt. Ich habe wenigstens das Ehrenremis geschafft gegen einen starken GM wie Ivan Forma 2662. Ist das, glaube ich, nicht schlecht. Deshalb, ja, ich konnte leider die deutsche Flagge nicht hochhalten. Jetzt sind alle raus. Ne? Wir hatten Matthias Blühbaum, Alexander Donchenko, Vincent Keimer, Niklas Hoschenbeet und Rasmus Swane. Auch vielen Dank an die, dass sie daran teilgenommen haben für diese Show. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zugucken. Wir sind ab morgen wieder um 13 Uhr live mit dem Finale der Champions Chess Tour des Gold Money Asian Rapid. Dementsprechend, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Ich bedanke mich natürlich bei Chess24 für diese Chance, diese Möglichkeit hier mitzumachen. Ich konnte es leider nicht so spannend machen, wie ich es mir erhofft habe, aber immerhin das Ehrenremis am Ende erreicht. Daher, ja, habt noch einen schönen Abend. Schaut Fußball. Genießt die EM und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Thank you, Alex.